Der Franzose, der kauft in Krisenzeiten Wein und Kondome. Der Deutsche, Toilettenpapier. Der Ami, Waffen. Die Apokalypse ist hier, also sie ist quasi schon da, du brauchst nicht mehr auf sie zu warten. Das ist eine Verkaufsanzeige. Das wird wiederum den Effekt haben, dass die Autos auch hier im Preis fallen werden. Was geht, Leute? Es ist der nächste Tag von Quarantäne TV. Und was soll ich euch erzählen? Der Bart wird länger, ich habe langsam eine enge Beziehung zu meinem Pizzalieferanten und das Schild ist wieder fachmännisch und professionell angebracht. Heute geht es um das Thema, was wir nämlich auch bei Instagram gefragt worden sind, um das Thema Investitionen. Wie verhält sich das? Wie kann man das auf absehbare Zeit so ein bisschen einschätzen? Und da hatten wir eine Frage, die war halt, wie verhält sich das Angebot der Oldtimer in den USA? Wird gerade viel investiert? Und eine andere Frage, die auch dazu ganz gut gepasst hat, gibt es jetzt Billigfahrzeuge zum Zeit zum Investieren? Ja, absolut. Wir merken seit 2 Wochen ungefähr, dass das jetzt hier teilweise schon prekär wird, ne? Also Must-Sell und OBO und so, das steht schon dann immer mehr Inseraten drin. Das ist für uns gut, kurz erklärt und vielleicht auch meine persönliche Einschätzung dazu. Ich glaube tatsächlich, dass die Amerikaner aus vielen verschiedenen Gründen, aber einer der ganz großen Gründe ist sicherlich das Gesundheitssystem, dass die Amerikaner wirklich furchtbar Probleme haben werden, die ganze Geschichte einzudämmen. Hinzu kommt, sie haben kein Sozialsystem, wie wir das hier haben. Und deswegen glaube ich, auch so wie 2008, dass wir schneller durch die Krise kommen. Und das ist der Grund, warum wir dieses Video machen oder ich dieses Video für euch mache, dass es auch eine Chance sein kann für euch, für Investoren, für Sammler, für jeden. Und ich hatte dann einen richtig coolen Chat mit René von F-Garage. Der macht immer donnerstags einen geilen Chat. Also wenn ihr donnerstags abends nichts vorhabt, guckt euch den an auf YouTube, der ist echt cool, der haut auch ein paar echt interessante Sachen raus. Und der sagt halt auch, jede Krise ist eine Chance. Und so sehen wir das auch. Natürlich ist das im Moment schwierig, also wir brauchen uns da nichts vorzumachen. Unsere Anfragen, die wir täglich haben, sind um wahrscheinlich 60-70% zurückgegangen. Also wir arbeiten und feiern und gucken auch, dass wir täglich interessante Sachen noch für euch raussuchen. Aber es hat schon stark abgenommen, was ich den Leuten auch nicht übel nehme, weil natürlich, wir haben viele Kunden aus Österreich, die haben alle gerade ganz andere Sorgen, als sich darüber Gedanken zu machen, irgendwie einen Oldtimer anzuschaffen. Aber wir denken schon an die Zeit danach und darauf fokussieren wir uns. Und da ist es eben wichtig, dass wir euch auch mitnehmen und euch vielleicht auch mal die Chance geben, auch an diesem Vorteil teilzuhaben und euch auch so ein bisschen so die positiven Dinge einfach mitzugeben. Wir merken, dass mehr Autos auf den Markt gespült werden. Wir kriegen auch fast täglich jetzt Autos angeboten aus Deutschland von Leuten, die sagen, ich überlege jetzt gerade, ob ich vielleicht mein Auto verkaufen möchte oder ich habe hier noch was in der Garage. Leute, wenn ihr nicht müsst, lasst es sein, wirklich. Das ist ein gut gemeinter Rat. Jetzt werden die Preise auf jeden Fall fallen. Das wird in Deutschland so sein, das wird in Amerika so sein. Und damit, die Zeit müssen wir jetzt durchstehen. Aber wie gesagt, es ist brutal eingebrochen. Ich habe jetzt aber was für euch und ich muss euch das zeigen. Das ist der Hammer. Der Franzose, der kauft in Krisenzeiten Wein und Kondome. Der Deutsche, Toilettenpapier, das ist, glaube ich, mittlerweile auf der ganzen Welt bekannt. Der Ami, Waffen. Also Waffen ist so das Thema. Und jetzt muss ich euch ein paar Inserate zeigen, die es tatsächlich gibt. Das ist die Realität. Und ich möchte euch das mal hier wirklich zeigen, weil wenn ich euch das nicht zeigen würde, dann würdet ihr mir das nicht glauben. Ich habe jetzt hier gefunden einen 2005er Ford F-150. Das Auto braucht ein Getriebe, das ist okay. Der Preis ist wahrscheinlich auch okay. Wie gesagt, wir haben mit neuen Autos sowieso nicht viel zu tun. Aber jetzt geht's hier los. Hier hast du ein super Auto, um gegen die Zombies zu kämpfen und overrun the COVID-19 and do whatever you need to do. Also das ist hier schon richtig, also es ist ja schon wirklich lustig, ne? Guck mal hier unten, Chainsaw, Crossbow and Zombie Spikes not included. Was ist denn da los, ey? Don't wait until it's too late. Gehen wir mal zum nächsten Auto und das ist das absolute apokalyptische Fahrzeug. Hammer H1, das ist auch ein ziviler, das ist kein Humvee. Und super geiles Auto.
ich finde schon recht teuer, aber das ist natürlich, hängt natürlich auch vom Zustand und sowas ab. Und jetzt hier. Are you having trouble getting toilet paper and hand sanitizer? Slap a CDC sticker on the side of this beauty and go straight to the front of the line. CDC ist wahrscheinlich sowas wie die Gesundheitsbehörde drüben oder das Gesundheitsministerium. Oder warte, wir können ja mal zusammen schauen. CDC Sticker. Control for Disease. Center for Disease Control. Also, ja, nicht so viel dazu. Aber, also da muss man sagen, das ist natürlich schon das perfekte Zombie-Auto oder Apokalypse-Auto, um irgendwie die ganzen Zombies zu überfahren. Ich glaube halt auch, die haben auch alle ein bisschen zu viel, wie heißt die Serie? Walking Dead, so, na klar, Walking Dead. Ich glaube, das haben zu viele Amerikaner im Kopf und denken, da werden bald so die Gespenster und die Seelenlosen auf sie zulaufen und versuchen, ihnen das Blut auszusaugen. Aber jetzt habe ich den Endgegner und das ist, ich meine Leute, das ist wirklich, das ist eine Verkaufsanzeige. 2001er Ford Crown Victoria Post-Apocalyptic Vehicle. So, und guckt euch mal die Karre an. Sieht der nicht geil aus? Also ich meine, ganz ehrlich, das ist doch, guckt ihr das mal an. Also da hat ja auch wirklich sich jemand Mühe damit gemacht, ne? Also das ist ja nicht einfach mal schnell irgendwie hingebrutzelt oder irgendwie da schnell gemacht. Ist auf jeden Fall, die Apokalypse ist hier, also sie ist quasi schon da, du brauchst nicht mehr auf sie zu warten. Das ist halt Amerika, ne? Also ich meine, die wissen auch, wie sie es zu verkaufen haben, ne? Das Ding sieht auch wirklich cool aus, ne? Muss man auch dazu sagen. Aber ja, also bei den Amerikanern ist das tatsächlich angekommen. Zurück zum Thema, was die Investitionen betrifft. Ich glaube, dass es da wirklich spannende Sachen geben wird. Auch in der Porsche-Szene wird es sicherlich einige Autos geben, die am Preis drüben fallen werden. Dafür werden sie für uns hier interessanter. Das wird wiederum den Effekt haben, dass die Autos auch hier im Preis fallen werden. Ja, also ich kann euch sagen, ich denke, das wird eine sehr spannende Zeit. Die Märkte haben jetzt gerade, heute ist der 25. März, die Märkte haben gerade heute einen großen Sprung nach oben gemacht, was eine gewisse Euphorie an den Aktienmärkten ausgelöst hat. Manch einer sieht das mit Vorsicht und nennt das Dead Cat Bounce. Wir werden sehen, die haben nichts unter Kontrolle, was die Neuinfektionen betrifft. Das heißt drüben, die Großeltern sollen auf die Kinder aufpassen, wo wir alle wissen, wie gefährlich das ist. Der Präsident sagt selber, das Land ist nicht dafür gemacht, so einen Stillstand durchzustehen. Und das ist tatsächlich auch so. Das Land lebt vom Konsum. Wenn die Leute zu Hause sitzen, nichts machen, das hält das Land nicht lange aus. Das ist tatsächlich so. Das ist sicherlich hier auch so. Das darf man nicht vergessen und auch nicht besser reden. Aber ich denke mal, die sind uns wahrscheinlich 3 oder 4 Wochen zurück. Und in New York gibt es gerade ganz rasant steigende Zahlen und das Spring Break war gerade letztes Wochenende, da wird fürchterlich viel passiert sein. Das ist wahrscheinlich so zu vergleichen wie bei uns der Karneval und das ist ja auch unglaublich, hat sich unglaublich ausgeweitet. Es ist aber dennoch so, dass wir Leute vor Ort haben. Das heißt also, glaubt nicht, nur weil wir jetzt hier sitzen, in unserer Quarantäne mit einer heimlichen Affäre mit dem Pizzalieferanten, dass wir keine Deals machen. Was wir aber euch auch klar machen müssen, und das ist wichtig, weil wir hatten in letzter Zeit so ein paar Leute, da war das ein bisschen schwierig. Also, kleines Beispiel. Wenn ihr ein Auto haben möchtet, sagen wir ein Ford Mustang, um die Rechnung einfach zu machen. Und diese Autos kosten im Moment in einem Dreierzustand irgendwo zwischen einer 17.000, 5.000 und 20.000. Dann können wir euch diese Autos nicht für 10 besorgen. Das funktioniert nicht. Das wird auch in Zukunft nicht funktionieren. Da ist irgendwann ein Ende erreicht. Also die Illusion müssen wir euch nehmen. Ein weiteres Problem, und das ist das größte Problem eines Autoverkäufers. Also es ist wirklich teilweise ein Drama und das ist noch heruntergespielt. An die Männer unter euch. Und das ist jetzt hier zwischen dir und mir. Fragt eure Frauen, bevor ihr uns kontaktiert. Bitte, fragt sie vorher. Fragt sie um Erlaubnis. Fragt, ob ihr das Geld ausgeben dürft. Fragt sie, ob ihnen die Farbe des Autos gefällt. Fragt sie, ob ihr überhaupt ein weiteres Auto anschaffen dürft.
Es sind so viele Deals an den letzten 6 Wochen flöten gegangen, weil die Frau dann Nein gesagt hat. Und wie ihr das zu Hause handhabt, ob ihr die Frau fragen müsst, die Mutti fragen müsst, die Freundin, die Schwester oder wen auch immer, das ist ja vollkommen in Ordnung, das ist eure Sache. Macht das bitte vorher. Wirklich. Ja, ich denke, das war jetzt erstmal so unsere Einschätzung. Wir sehen die Chancen für uns sehr gut. Ich denke, dass es drüben schwierig sein wird und daraus kann man profitieren. Und das geben wir auch gerne an unsere Kunden und aber auch an die Investoren weiter. Wenn es jemanden gibt, der sagt, so jetzt gerade ist eine gute Zeit, da gibt es natürlich auch ein paar Möglichkeiten. Ich denke, es wird bestimmt noch ein paar Folgen von Quarantäne TV geben. Wenn ihr irgendwelche Themen habt, über die ihr gerne mal quatschen wollen würdet, schreibt es in die Kommentare oder schreibt uns eine E-Mail oder schreibt uns irgendwie eine direkte Nachricht bei Instagram oder sowas. Dann können wir auch mal gucken, ob wir so vielleicht ein spezifisches Thema mal so ein bisschen genauer ansprechen. Das war es jetzt erstmal von mir. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn ihr einen Hammer braucht, der durch die Menschenmasse fährt, damit ihr als erstes in der Schlange stehen könnt, meldet euch bei mir und dann kriegen wir das schon hin. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund. Bis dann.